Hallöchen, meine Kätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Inselgeschichten. Was macht der Affe? In der letzten Folge haben wir hier, haben wir jetzt Schniekenaffen als Partner bekommen, namens Vajata und nebenbei sind wir umgezogen und haben jetzt haben uns was gegönnt, und zwar eine Hütte, die hier oben gestanden hat. Gibt's ja auch in Erinnerungsdings. Tatsache. Arbeit gefunden. Okay, dann her mit den Simoleons. Okay. Essen haben wir ja erstmal. Wir brauchen aber noch Punkte. So, wir sind der. Gut, also, was macht Affe? Wann muss ich denn überhaupt mal? Von neun, also. Hier so, okay. Vor allen Dingen befördert. Wie soll ich denn Logik hierher bekommen? Begrüßen. Wir begrüßen mal. Affe! Hallo? Wo ist er denn? Hör auf, Banane zu essen. Ich will was von dir. Komm. Charfon, Na, Mama, ich die Grammatik schnell gesehen. Die hat den Spaß ihres Lebens mit dem Affen. Okay. Hier Banane geben. Der steht genau vor dir. Unser Freund bei Atta. Der hat immer einen anderen Namen bei mir. Na! Warten wir dann noch ab, bis hier, bis ich da los muss, wegen, ne? Geh mal schwimmen und wir gehen mal dann Holz hacken, wenn wir dann schwimmen waren. Oder auch nicht. Die sagt sich, nö, ich habe keinen Bock, ich will lieber das Holz haben. Hier ist auch noch Holz, das können wir auch gleich noch mitmachen. Dann gehen wir mal in den Pipi-Busch. Gut, sie geht doch nicht in den Pipi-Busch. Ist der Affe noch hier? Oder ist der Affe auch weg? Nö, der pennt. Okay. Oh, hier ist übelst viel Holz. Da müssen wir hin. Holz hacken, Holz hacken, Holz hacken. Ach, und das müssen wir dann erkunden. Okay, das machen wir gleich, sofort. Dann gehen wir mal ganz kurz in den Pipi-Busch und ja, danach gehen wir mal hier rein. Um als was Obsthamsterin zu arbeiten auf der Glücksinsel, wachsen eine Menge wunderbare und köstliche Früchte. Die ist Kunst, es nur genug von ihnen zu sammeln und davon leben zu können. Besonders wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen hoch oben in den Bäumen wachsen. Aber immerhin hat Obsthamstern ein gutes Training für Orang-Utan. So bleiben sie und müssen. Okay, also wir kriegen dort mehr Essen. Wir bleiben mal ganz kurz hier stehen im Wasser. Da geht schon die Hygiene hoch so ein bisschen. Und jetzt gehen wir mal erkunden. Was macht Affe? Der pennt doch schon wieder. Aufi. Dafür sind wir ja hier. Urzeitlicher Schrein.
Der Tisch in diesem zerstörten Schrein scheint wie für Bubi gemacht. Also heißt das, wir müssen noch mal zurück. Wir holen Bubi und dann. Gut, okay. Also, wir sollen mit Bubi hier hingehen. Kann ich. Wo war denn dieser Schrein? Hier. Statue aufstellen. Ganz schön. Ach so, wir müssen erstmal hier. Sorry. Ich Plinse hab's übersehen, dass wir da noch die Bambusdinger machen müssen. Hier geht's irgendwo rein. Mal ein bisschen vor. Jetzt aber. Oh. Wow, wer braucht schon Fernsehen, wenn man Geheimnisse in alten Gemäuern durchforsten kann? Diese Inselarchitekten. Du bleibst hier, Bubi. Es war schön mit dir, außer natürlich, als du mich um die Ecke bringen wolltest. Keine Sorge, ich vergebe dir. Denke ich mal. Es fällt mir nicht leicht, ihn einfach hier zu lassen, aber ich muss weiter. Meine Rettung ist ganz nah. Vielleicht ist sie ja schon hinter dieser riesigen Tür. Ja, dann gehen wir mal. Ödes Ufer. Na, hoffentlich ist es nicht so öde, wie der Name es sagt. Sie haben uns gefunden, das wurde aber auch Zeit. Hast du etwas zu essen dabei? Endlich gerettet. Hast du Computerspiele dabei? Oder ein Handy? Ich muss unbedingt meinen Makler anrufen. Wo ist der Hubschrauber? Endlich, mir war hier so langweilig. Hä, wo kommt ihr denn her? Wir sind Überlebende der Königin, so was, der Königin Solomon. Tja, ich auch. Ach, wie bedauerlich. Auf der Königin ist doch kein Verlass mehr. Hä? Entschuldigung, kann ich doch nun auch nichts dafür. Wer ist denn das überhaupt? Was ist das hier? Mit Überlebenden sprechen, wie nehme ich denn? Hallo. Wo ist denn der Typ? Achso, der ist da hinten im Pipi-Busch. Naja, haben sich doch ein bisschen die Mühe gemacht. Was habt ihr denn? Habt ihr irgendwas schon gegessen? Natürlich, der ältere Herr bringt uns immer Essen mit von seinem Ausflug in den Dschungel. Ist er das? Nein, er ist wahrscheinlich wieder auf Erkundungstour. Ich habe ihn gebeten, mir etwas aus dem Dschungel mitzubringen. Etwas, das Jörn nicht essen kann. Wer ist Jörn? Der hier. Oh. Und nun? Ach so, okay. Plaudern wir mal mit den Überlebenden. Die schildert ja gerade ihre Base. Der kommt nicht vom Pott runter. Wo sind überhaupt andere Typi? Ach, da hinten. Also zwei Teenager. Randa Boncha. Also wir sollen uns mit bestimmt jeden unterhalten, also machen wir das auch mal. Hey Baby, tut mir leid für die lahme Willkommensparty. Ich glaube, der ganze Stress wird langsam zu viel für uns alle. Mein Name ist Robbie. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist. Dieser Jörn ist ein ganz schöner Stinkstiefel, versteht einfach keinen Spaß. Hast du schon angefangen, Floßbohnen? Nee, das ist viel zu stressig, Mann. Aber ich ziehe mir
Zieh mal meinen Finger. Ich erzähle lieber nicht, was letztes Mal, als ich darauf reingefallen bin. Aha. Also die mögen Jörn alle nicht. So wie ich das jetzt. Wie sieht's mit ihr aus? Also Jörn ist ein Ekelpaket, naja. Wer hat denn hier das Sagen? Der alte Kerl mit dem Essen sollte ja nicht längst zurück sein. Ich habe einen Mordshunger. Ich sollte einen Diätplan für gestrandet darstellen. Man darf alles essen, solange es nur Luft ist. Kann man meine Rippen schon sehen? Glaubst du, Robbie hat eine Freundin? Keine Ahnung. Wo sind hier da? Wo sind hier Stinkstiefel? Jörn, alles okay? Warum du da den Stein hast? Ich kann den nicht anklicken. Hallo, wieso kann ich den nicht anklicken? Weil der immer zu dem Pipi-Busch geht, oder was? Ich klicke einfach ein bisschen, dann plaudern. Ja, ich muss noch mit... mit der habe ich ja schon gesprochen. Mit der habe ich schon gesprochen. Mit den beiden habe ich schon gesprochen. Mit der auch. Also fehlt ja nur noch eigentlich dieser Jörn. Aber der kommt ja ewig nicht aus dem Pinkelbusch raus da. Hallo? Hallo? Sitzen wir mal einfach mal. Rumstehen ist langweilig. Jo, der kommt ewig nicht vom Pott runter. Na gut, dann schlafen wir mal. Jetzt kommt er bestimmt vom Pott runter. Wir haben jetzt mit den Überlebenden gesprochen. Das Problem ist, der ist scheinbar verbuggt da, der Typ. Okay, wir werden mal kurz... hier können wir nicht weiter. Die sagen, im Dschungel wäre was. Supala. Also gehen wir mal mit der Karte. Wo ist die nochmal gewesen? Ach, die kann ich gar nicht aktivieren. Okay. Komme ich überhaupt zurück? Ich komme gar nicht zurück. Also muss ich mit dem hier sprechen, oder wie? Ich stehe da mehr rum. Komm, Jörn. Komm, Marco Polo. Komm, Björn, Marco Polo. Kann ich den resetten? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Die geht. Spiel mal Marco Polo. Ich kann die Mission nicht beenden, wenn der Typ nicht vom Busch da runterkommt. Ich muss doch bestimmt gleich arbeiten, also muss ich ja dann. Ja. Die. Ich kann nur noch mit der sprechen. Alle anderen hängen fest scheinbar. Am besten wartet mal kurz. Ich werde mal das Spiel hier neu starten. Und werde bis zur Stelle nochmal hier spielen. Also ich werde hier nicht speichern oder sowas. Bis gleich. Stimmt, die hatte bis eben auch keine Textbox gehabt. Ach komm, Junge. Mach hin da hinten. Ich muss auch mal. Also, wie es aussieht, hängt sich das Spiel ab hier scheinbar auf. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht meine... die hier zurückzusetzen. Ich weiß zwar, dass es funktioniert, aber das weiß ich nur von Sims 2 aus. Ich kann den aber nicht anklicken. Nee, Flav.
Der, es ist keine Aktion verfügbar. Oh, er hat sich aus dem Bugnest befreit. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Ich glaube ich, ja, ich. Mein Name ist Jörn Panne. Du hast bestimmt schon von mir gehört. Wenn dieser Kerl hier das Sagen hat, möchte ich gar nicht wissen, wie die anderen so sind. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich mache mir Sorgen um diesen älteren Herrn. Wie hieß er noch gleich? Professor Reinhardt? Um diesen alten Jene braucht man sich keine Sorgen zu machen. Er kennt sich hier bestens aus. Ich gehe Reinhardt suchen. Bleib du hier und... mach was du immer. Oh, gute Idee. Falls du ihn nicht findest, denk dran, trotzdem Essen zu mir zu bringen, ja? Ja, du bist ja endlich aus deinem Pinkelbusch gekommen, Junge. Hat ja nur... fast 10 Minuten gedauert. Ich wollte eigentlich meine Let's Plays jetzt so von Inselgeschichten nicht unbedingt schneiden und ich muss jetzt mal was essen. Hier, Kokosnusssaft trinken. War wohl nichts. Wir gehen erstmal nach Hause. Die haben gesagt, er ist im Dschungel. Also gucken wir mal im Dschungel. Ja, jetzt resetten die sich hier zumindest mal hier. Hier muss ich hin. Erkunden. Warum stehen die alle da hinten? Naja, das kriegen wir schon. So. Das Moor. Junge, dieser Part, ey. Erstens nur Chaos und dann nur Erkundung hier. Hier ist aber niemand. Hier war aber jemand, weil hier ist nämlich ein Schlafplatz. Wir hacken aber erstmal Holz. Brauchen wir noch ein bisschen was. Warum ne, warum das ne, wenn man das nicht schon vor der Füße hatte? Also hier ist nichts. Das hier? Ödes Ufer? Nee, da will ich nicht hin. Hier geht's noch hin. Wohin? Oh, gleich sofort. Wir looten hier jetzt erstmal. Was ist hier passiert? Wir gehen mal hier erkunden. Weißt du, schön ist. Friedhof der Knochen. Das muss dieser Profi... Ein Duftertyp. Wieso riecht er so gut? So viele alte Professoren werden hier nicht herumlaufen. Weiß man's. Mimi, wir haben eine Mission. Können wir hier irgendwas Knochen sammeln? Können wir. Wir lassen mal den alten Sack da. Wir sammeln erstmal Knochen auf. So. Hallo. Reden, plaudern. Wo geht's denn hier hin? Hey Professor, was geht ab? Professor Reinhardt, da vermutest du richtig. Und du bist? Ich heiße Mimi, ich bin deine Schiffbringerin von Königin Solomon, genau wie die Leute, denen du geholfen hast. Du hast sie schon getroffen, wirklich bezaubernde Leute, aber alle ein wenig unorganisiert. Ich war erstaunt, dass sie noch nicht angefangen haben, ein Floß zu bauen. Ah, und du baust also ein Floß? Ja, aber ich habe erst das Grundgestell. Im Moment suche ich etwas, das ich als Mast verwenden kann.
Hier in der Nähe gibt es eine Kreuzung. Einer der Wege führt zu einem verlassenen Dorf. Dort findest du einen Holzpfeil, den du gut als Mast verwenden könntest. Wirklich, das ist teuer, aber wie kommt es, dass du so viel über diese Insel weißt? Ich habe die Eingeborenen dieser Insel studiert und ihre Gebräuche lange. Ach so. Und ihre Gebräuche. Hört sich gut an. Aber was ist denn, wenn die Kreuzung zum verlassenen Dorf gar nicht verlassen ist? Eigentlich sind die Eingeborenen dieser Insel ein friedliebendes Volk und sehr gastfreundlich. Schnapp die Knochen da drüben, der könnte noch ganz nützlich sein. Oder gut wegen mir. Folge mir, meine Liebe, ich bring dich zur Kreuzung. Ja, wo ist sie? Wo ist der Typ? Hier? Nee, ist das Moor? Außerdem brauche ich den... Ach, den Knochen. Ich dachte, den Knochen da. Naja, dann... Wo ist denn... Zur Kreuzung gehen. Hä? Welche Kreuzung? Hä? Kann ich nur da hinten... Das... Hier geht's zum Moor zurück. Und dann geht's da bestimmt hin. Das ist bestimmt die Kreuzung. Jo, ruhig dich, Wetter. Ja, sag ich doch, die Kreuzung. Ziegen sind wohl nicht sehr beliebt hier. Diese Pfähle sind genau das, was ich brauche, aber irgendwie machen sie mir auch Angst. Glücksbringer sind das bestimmt nicht. Zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf darüber. Was der Eingeborene nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Da ist ein wunderschöner Gepard. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Achso, der schilt jetzt seine Base da hinten, oder was? Wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's auch nochmal wohin. Jo, hier ist ein Gepard. Ich würde da lieber... Gepard, ein Jaguar. Ich kann doch da nicht einfach hin. Der wird mich doch gleich töten. Da, er guckt schon. Der guckt schon so böse. Aber wie ich den auch noch so schön angucke. Gut, der hat nichts gemacht. Der Gepard. Was will ich mal mit dem Gepard? Der Jaguar, der steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Ist aber ein lieber Jaguar. Das müsste funktionieren, Prophet. Ich würde deinen Fluss gerne sehen, aber erst muss ich den anderen das Essen bringen. Kein Problem. Komm einfach zum Fluss. Ich zeichne dir eine Karte. Nicht nötig, meine Liebe. Ich finde dich schon. Reinhard ist irgendwie unheimlich. Egal, ich muss wieder mich an die Arbeit machen. Okay, also... Nee, erkunden tue ich das noch nicht. Ich gehe erstmal da zur Kreuzung. Er geht aber da auch hin. Mysteriös, mysteriös. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Die Sims Inselgeschichten. Ich sage jetzt erstmal ciao. Ciao.